Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal der Residenzbuchhandlung. Heute stelle ich Ihnen eines meiner absoluten Highlights des Jahres 2021 vor. Und zwar ist das Die Überlebenden von Alex Schulman. Es ist das Erstlingswerk des schwedischen Autors Alex Schulman und es ist ein fulminantes Erstlingswerk. Es ist so ein fantastisches Debüt, dass ich sofort entschieden habe, dass ich alle weiteren Werke dieses Autors unbedingt lesen muss. Da geht wirklich kein Weg dran vorbei. In diesem Werk hier geht es um drei Brüder und um deren Kindheit im Sommer am Seehaus. Und zwar geht es darum, dass die drei immer wieder um die Aufmerksamkeit der Eltern buhlen. Denn sowohl die Mutter als auch der Vater sind zwei sehr schwierige Charaktere, die viel trinken und eigentlich gar nicht sonderlich viel mit den Kindern zu tun haben. Deswegen geht es hier wirklich um so eine zerrissene Familie, eine zerrüttete Familie und darum, was es bedeutet, in solch einer Kindheit aufzuwachsen und wie es ist, als Kind immer wieder um die Aufmerksamkeit der Eltern ringen zu müssen. Eine fantastische Personenbeschreibung, Familienbeschreibung. Es ist unheimlich echt, brutal ehrlich und deswegen einfach so gänsehautmäßig berührend für den Leser. Es geht unter die Haut, man findet diese Geschichte einfach so authentisch, weil es einfach so realistisch gemacht ist. Zudem haben wir hier natürlich auch einen Strang, während die drei Jungen schon erwachsen sind und rekapitulieren im Nachhinein, wie es denn so kommen konnte, wie es zum Schluss gekommen ist. Einfach ganz, ganz großes Kino. Sie sollten sich dieses Buch auf jeden Fall mal anschauen, weil es einfach ein sehr literarisches, sehr anspruchsvolles Werk ist, aber ein Buch, das quasi auch zum Schluss mit dem Wendepunkt nochmal so einen riesen Wow-Effekt im Leser verursacht. Also eine ganz, ganz große Leseempfehlung von mir. Dieses Buch liegt mir unheimlich am Herzen und ja, wenn Sie eine sehr gänsehautmäßige Erfahrung für die Weihnachtszeit suchen, dann sollten Sie sich dieses Buch aussuchen oder vielleicht auch zum Verschenken aussuchen, denn das ist einfach fantastisch. Ich danke Ihnen.